So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oracle of Ages. Und zwar folgendermaßen, beim letzten Mal haben wir ja den ersten Part gemacht. Den ersten Dungeon. Das bedeutet, wir müssten jetzt zum zweiten Dungeon. Den müssen wir aber erstmal freischalten. Deswegen zeige ich euch gleich mal, wo es diesbezüglich lang geht. So. Erstmal diese bösen Lümmel hier fertig machen. Oh, super. Ist eigentlich ganz cool, dass wir hier noch ein bisschen Money kriegen. Dann haben wir ein bisschen Money in the Bank. Ja, die können wir noch nicht drüber. Da müssen wir hin. Aber hier gibt es doch meistens noch was. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ich meine, hier gäbe es noch was Verstecktes. Manchmal gibt es nämlich auch so, wie heißt so, Dinger versteckt. Aber ich glaube, das ist hier. Ja, genau. Ich glaube, hier war das. Nee, what? Nein, Kraft, du bist so. Hä? Moment. Da. Warum sieht das alles gleich aus? Das ist wegen denen. Oh. Okay. Machen wir einfach mal ganz normal weiter, ohne jetzt irgendwelche Geheimnisse aufdecken zu wollen. Das ist unser Spiel. Spielplatz. Wollen wir Verstecken spielen? Wenn ihr uns nicht alle drei findet, gelangt ihr nicht voran. Wir verstecken uns, also sucht uns. Alles klar. Und findet uns. Wunderschön. Das werden wir natürlich machen, so gut ich kann. Okay. Gut. Wir können. Die verändern das immer hin und her. Von daher braucht ihr gar nicht anfangen zu suchen, nach links und rechts zu laufen. Von daher einfach die Dinger hier suchen. Genau, hier können wir natürlich nicht zurück. Die lassen hier ganz gerne die Leute verschwinden. What? Und deswegen treiben die ein bisschen ihren Schabernack mit dem Spiel. Mit dem Wald. Deswegen sieht das alles so. Sieht das alles so relativ. Deswegen kommen hier auch auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Wir kommen hier nicht weiter. Genau wegen denen. Und von daher, ja. Müssen wir mit denen spielen? So, die letzte müssen wir noch finden. Die war in einem Stein. So. Ja, das hat sich eben... Da gab es eben so ein besonderes Geräusch. Ich weiß aber nicht genau, warum. Ich glaube, da gibt es irgendwas Verstecktes. Wie, ihr habt uns alle gefunden? Beachtlich, mein Herr. Ah, ihr habt uns alle gefunden. Nun gut, wir necken euch nicht mehr. Wir bringen den Wald in Ordnung. Super. Jetzt können wir auch endlich hier weiter. Genau. Kann natürlich sein, hier gab es, wie gesagt, mal einen Eingang. Die Frage ist nur, gab es den Eingang hier oder in der Vergangenheit? Hier spielt man nämlich mit der Zeit. Hier kommt man auch hin. Das ist irgendwie ganz lustig. Hier kann man irgendwie in die Zukunft. Ja, in die Vergangenheit. Dann ist hier unten das frei. Dann kann man von der Vergangenheit in die Zukunft und ist dann da unten. Von daher, ja. Wir haben, glaube ich, aber auch den Wald erkundet. Die stehen hier überall. Und machen da so ein bisschen Ärger. Obwohl die eigentlich jetzt keinen Ärger mehr machen. Aber
Mit denen mussten wir spielen, sonst kamen wir nicht zurück. Ah, da brauche ich das Kraftarmband. Würde mich wundern, wenn es hier nichts mehr geben würde. Na gut. So, hier müssen wir lang. Aber es gibt ein folgendes Problem. Antike Höhle. Vorsicht, Einsturzgefahr. Bedeutet, wenn wir das Ding hochheben, kracht das ein. Genau. Das ist ärgerlich. Aber zum Glück können wir noch in die Vergangenheit reisen. Also von da. Graf, bist du unversehrt? Du kannst nicht hinein. Der Stein, den du zerstört hast, hat die Höhle abgestürzt. Ein Jammer, dass uns Nairu keinen Rat geben kann. Vielleicht findest du hier im Haus von Nairu etwas Hilfreiches. Sieh doch dort mal vorbei. Super, wir können jetzt auch, glaube ich, hier hoch. Genau. Die Höhle versperrt uns jetzt nicht mehr den Durchgang. Das bedeutet, ja, Feuer frei. Ich bin gerade noch ein bisschen am Naschen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe gerade Mittag gegessen. Und bin jetzt dabei, ein bisschen noch Möhrengemüse zu essen. Hab Möhrengemüse zu Mittag gegessen. Und es ist noch ein paar Skiddies. Wir müssen in Nairos Haus. Da hat sich ja Impa niedergelassen. Die steht normalerweise hier und sagt, ja, ihr geht's nicht gut und sie passt aufs Haus auf. Es ist möglich, dass hier ein versteckter Raum existiert. Ich spüre einen Luftzug von oben her. So, wir können die Statue mit dem Kraftarmband bewegen. Und jetzt finden wir die Harfe der Zeit. Ich bin Nairu, das Orakel der Zeiten. Du hältst ein Instrument, das man die Harfe der Zeiten nennt. Ich kenne dich zwar nicht, doch du wirst diese Harfe nicht grundlos besitzen. Du bist der Held, den die Ströme der Zeit auserkoren haben. Deine Ankunft bedeutet, dass ich mich nicht mehr in dieser Zeit befinde. Die Harfe ist hier versteckt, weil ich all das befürchtet habe. Ich vertraue dir die Harfe an. Das Spielen bestimmter Lieder auf der Harfe der Zeit macht Reisen durch die Zeit möglich. Lerne nun von mir die Melodie des Echos. Schön. Spielst du diese Melodie, setzt du die Kraft der Zeitportale frei. Du findest sie überall in diesem Land. Betritt eines der Zeitportale, um durch die Zeit in eine andere Epoche zu gelangen. Im Laufe der Reise wirst du weitere Lieder erlernen, die dir eine freiere Navigation durch die Zeiten ermöglichen. Auserwählte Held, schütze dieses Land vor den Klauen des Bösen. Bitte, ich zähle auf dich, unbekannter Held. Wunderbar. Die Melodie des Echos, sie erwächst schlafende Zeitportale. Wunderbar. Genau, es gibt insgesamt 3 Lieder. Das zweite ist vielleicht ein bisschen unnötig, aber okay. Auf jeden Fall mit dem Lied, was wir jetzt haben, können wir diese Portale erwecken. Dann können wir hin und her reisen. Du hast die Grafen, die Harfe der Zeit. Mit ihr kannst du Zeitportale öffnen, um durch die Zeit zu reisen. Die Höhle ist jetzt zwar eingestürzt, doch eventuell kannst du in der Vergangenheit einen Zugang finden. Genau. Die zweite Melodie, die wir später lernen, die ermöglicht uns eine freie Zeitreise von der Vergangenheit in die Zukunft. Und die dritte, da können wir dann reisen, wie wir Bock haben. Genau, das sieht hier schon alles einfach aus, aber wir können hier auch nicht überall reisen. Das bedeutet, das macht keinen Sinn, die Ambi will Akanu-Kerne haben. Das sind Kerne, die wir dann, die wir in dem Wald finden, die wir gerade besucht haben. Graf, hast du gehört? Überall im Dorf werden schlimme Dinge über Nairu erzählt. Warum nur? Das ist Merans Weg. Die Wahrheit wird ans Licht kommen, wenn ich Nairu erstmal gerettet habe. Warte hier, ich gehe. Nairu!
Königin Ambis beschäftigt, sehe ich nicht in der Stimmung, jemanden zu empfangen, der mit leeren Händen herkommt. Bringe ihr ehrfürchtig ein seltenes Stück, wenn du sie aufsuchen möchtest. Sie sucht diese Akaino-Kerne für die Veran, beziehungsweise für die Nairu, beziehungsweise Veran. Wir haben den Dungeon betreten, der Baum ist gewachsen. Du hältst eine Gascha-Nuss. Sieh nach, was in ihr steckt. Ein Ringwein der Nuss. Genau, und... ja. Wieso? Wieso? Kann doch eigentlich nicht sein. So, mit dem Kraftammern können wir jetzt hier lang. Gibt es hier noch ein bisschen Money? Ich glaube aber nicht. Na gut, dann gibt es hier kein Money. Wir müssen jetzt hier zurück in die Höhle, aber das bringt auch nichts, weil wir die Höhle nicht freimachen können. Das bedeutet, wir können hier nichts machen. Warte mal, da unten ist eine Treppe. Guckt mir das mal an. Nein! Ich wollte doch nur das Herz haben! Ja. Dann wollte ich das Herz haben, habe eins geopfert. Blöd gelaufen. Naja, habt ihr schon mitbekommen. Warte mal, wo kommt man denn da hin? Na, geht auch so. Da gibt es ja auch ein Herzteil. Das hätte ich natürlich gerne. Das würde mir dann noch gleich einen Herzcontainer geben. Da muss ich dann irgendwie hier oben lang. Natürlich komme ich von hier nicht dran. Wäre ja auch einfach gewesen. Na gut, machen wir das später. Oder wir kommen von oben dran. Dann bin ich jetzt umsonst durch diese Höhle gelatscht. Na gut, haben wir es auch mal gesehen. Auf jeden Fall gibt es hier in dem Wald Kerne. Aber glaube ich auch nur in der Vergangenheit. Mein Mann hat gefunden, was Königin Ami gesucht hat. Dennoch hat mir ihn zur Arbeit zum Schwarzen Turm gebracht. Ich vermisse ihn. Ja. Ambis Bomben haben ungeheure Durchschlagskraft. Ja, die Bomben brauchen wir auch. Aber die kriegen wir von der Ami später erst. Dann war das hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch irgendwie eine versteckte Treppe gibt. Bin mir nur nicht genau sicher, wo. Irgendwo hier am Ufer. Tief in den Wäldern gibt es einen Baum, der ganz besondere Kerne trägt. Ja, die suche ich. Da kommen wir noch nicht drüber. Ich sehe immer diese Höhle an und frage mich, ob ein Schatz darin sein mag. Aber dieser Fels hier ist im Weg. Doch wenn ich ihn einfach sprengen könnte. Genau. Das machen wir auch. Na, Bubi. Tief im Wald gibt es magische Kerne und die Eulenstatue. Wenn man die Kerne auf die Statue legt, bewegt sie sich. Als ich es zum ersten Mal sah, habe ich mich noch erschreckt. Doch jetzt finde ich es spaßig. Aber ich darf nicht alleine in die Wälder, sagt den Erwachsenen nichts davon. Alles klar, Bubi. Was will die Königin? Puzzlekerne? Rätselkerne? Ich verstehe das alles nicht. Alles klar, kriegen wir es hin? Ja, kriegen wir. So, einen Fünfer nehme ich natürlich mit. Noch ein Fünfer. Okay, das müssen wir von beiden Seiten machen. Die können wir nur einmal verschieben. Den können wir Aua machen, wie wir wollen. So richtig Damage machen wir den nicht. Gascha-Kern! Oh, super! Tragen wir eigentlich unseren Ring? Gärtnerring, ja, okay. Passt schon. Das passt schon. So. Bam, 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 bam. Blöden Wachen.
Ich meine, gut, die tun auch nur ihren Job. Aber die müssen doch ein bisschen auch auf der Suche nach dem, wo nach Ambi verlangt. Du sollst nicht weitergehen. Es gibt dort Horden schrecklicher Kreaturen. Solange du mich nicht auffällst, ist mir das relativ wumpe. Wir müssen hier lang. Wenn du wüsstest, dass ich hier... Dann war das hier. Genau! Oh, super, wir kriegen doch noch ein Herzteil. Vierte Herzteil, wunderbar. Jetzt haben wir 5 Herzen, das ist doch schon mal super. Wir sind nett. Wir sind gerade auch nicht wirklich arm. Ach, diese Deko-Kerle. Warte mal. Kauf etwas. Ein Schild für 50. Oh, so ein Knall. Also die verkaufen manchmal die dollsten Sachen. Da müssen wir hin. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? So, hier lang. Hier lang. Na, es war ganz nett, dass du mir ein Schild verkaufen willst, aber den habe ich schon. Boah, jetzt aber kriege ich aber auch gut auf die Backen. Na gut. 30er nehme ich mit. Nehme ich sogar dankend mit. Boah, ich mag den nicht. Kannst du wirklich nur runterstoßen? So, du hättest mir ruhig mein Herz hingeben können, du Lümmel. Oh. Oh, du besitzt bereits eins. Oh, alles klar. Och nee. Bin ich etwa. Oh, ist doch doof. Ich glaube, besser, wenn ich den ganzen Kram einfach mal ein bisschen ignoriere. Hätten wir unten lang müssen. So, Herzen nehme ich noch mit. Und das war's dann. Wunderbar. Super. Hier müssen wir hoch. Genau. Und dann kriegen wir die Akaino-Kerne. So, die sagen immer ganz tolle Sachen. Das sind auch relativ mysteriöse Kerne. Vergiss nicht mehr Akanu-Kerne zu geben, oder? Das sind auch Akanu-Kerne, ne? Genau, Akanu-Kerne. So, jetzt müssen wir zurück zu Ambi, dann lassen die uns durch. Oder bringen uns zur Königin. Das ist mies. Das ist mies mit diesem Typen da. Na gut. Ist jetzt nicht ganz so tragisch. Oh, ein Fünfer. Der muss natürlich mitgenommen werden. Genau. Wir eskortieren uns jetzt zum Palast. Ah, die Akanu-Kerne, nach denen Königin Ambi verlangt hat. Sehr gut, Kleiner. Ich eskortiere dich zum Palast. Gut, Knirps, du hast sie gefunden. Folge mir, um Königin Ambin zu treffen. Ja, wollen wir mal gucken. Wir können auch gar nicht hier rein, also später erst. Königin Ambi, er sagt, er wünschte, seine Hochachtung auszudrücken. Er bringt die Arcano-Kerne, die eure Majestät gesucht haben. Lasst mich sehen, was er mitgebracht hat. Akanu-Kerne. Na, Yugo benötigt Akanu-Kerne mehr als alles andere. Sie wird höchst erfreut sein. Wie lautet dein Name, Knabe? Graf. Ich belohne dich, Graf. Bringt sie her. Mit dem jetzt von Lady Bomben. Naja, das ist so ein Hand-in-Hand-Ding. Wir helfen der Nairu alias Veran. Auf der anderen Seite
hilft die uns für die, kriegen wir die Bomben, die uns dann später helfen, um die nächste Essenz der Zeit zu finden. Mein Palast ist sehr weitläufig. Du wirst den Weg hinaus sicher nicht alleine finden. Ich werde ihn hinaus begleiten. Gehen wir, Kleiner. Aber ich muss versuchen, die Stimmen so ein bisschen zu separieren. Das ist nicht ganz einfach. Wird der Knabe zurückfinden? Jawohl, Eure Majestät. Ha, Graf, gut gemacht. Erst hast du mich durch die Barriere geschleust und nun bringst du mir Arcanum-Kerne. Arcanum-Kerne, Entschuldigung. Naiver Knirps. Er ist dermaßen einfach, die Freundlichkeit mancher Leute auszunutzen. Schon habe ich ein potenzielles Problem weniger, das mir in die Quere kommen könnte. Meine Güte, diese Arcanum-Kerne sind ja nicht auszuhalten. Ihr Geruch und ihr Aussehen. Pfui, nun denn. Königin Aminun, dank meiner Kräfte unterliegt dir die Kontrolle des Zeitflusses. Für dich werde ich einen endlosen Tag erschaffen, damit das Volk nie zur Ruhe kommt und sich der Turmbau fortsetzt. Und wenn der Turm an den Himmel stürzt, wirst du als die größte Königin, die je gelebt hat, in die Geschichte eingehen. Oh, ich werde bekannt sein als große Königin. Nairo, Orakel der Zeiten, erschaffe für mich einen endlosen Tag, sodass die Menschen ohne Rast arbeiten. Alt wie jung soll bis an mein Ende arbeiten. Tja, dem Typen geht selbst der Wache die Muffe. Wir kommen dem Zeitalter des Schattens näher, doch noch ist es zu früh. Der wahre Schatten fällt erst, wenn der schwarze Turm den Himmel erreicht hat und ich die oberste Kammer betrete. Dann wird es soweit sein. Diese olle Schrapnelle. Gute Arbeit, Kleiner. Ami ist höchst erfreut. Du darfst nun gehen. Super. Wir haben jetzt Bomben. 10 Bombentaschen. Super. Warte mal, ich habe doch noch diese Uhr, ne? Genau, hier war doch ein Post. War der hier oder war der in der Vergangenheit? Nee, der war das nicht. So, hier. Genau. Das ist schlimm. Ich will pünktlich die Post zustellen. Doch dazu fehlt mir die exakte Uhrzeit. Zeigst du dem... Ja? Tick-Tack, ein Zeitmesser. Darf ich diese Uhr behalten? Sag nichts. Ganz bestimmt darf ich. Das wäre eine riesige Hilfe. Hier ist meine Belohnung. Nun muss ich aber zur Arbeit. Ich bin spät dran. Ein Briefset. Wem wirst du nun schreiben? Da war doch noch jemand, der wollte Papier, glaube ich. Die Hand in dem Loch, die eher aussieht wie ein Klo. Papier, hast du Papier? Gibst du ihm das Briefset? Nö, ist meins. Ja! Bitte sehr. Du hast das Papier gegen einen Duftbeutel getauscht. Er stinkt. Wer kann denn den Duftbeutel brauchen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, der nicht. Bin mir da selbst nicht ganz sicher. Ich glaube aber, ich weiß nicht. Warte mal, wen haben wir hier? Wer ist das bloß in der Ehre von mir, unsere Menschen fragen mich, ob unsere Kinder gehen? Alles stimmt, alles klar. Okay, das ist nur der Bürgermeister, der ein bisschen rumheult. Ah ja, jetzt treffen wir die olle Schrapnelle. Wenn wir mit der zusammenstoßen, gibt's... Boom! Autsch, hey, pass doch auf, da kommt man ja nicht aus diesem seltsamen Tunnel und dann das. Was treibst du hier eigentlich? Wie auch immer, dein ganzes Zeug gefällt mir ganz gut. Ja, die holt ein bisschen rum. Uff, du mieser Kleiner, das merke ich mir. Gut, ja, wir haben jetzt mehr als vorher. Deswegen ist sie ein bisschen sauer. Das macht aber nichts. So, der Typ ist weg. Der hat es wahrscheinlich aufgegeben. Ohne Bomben kommt er hier nicht weit. Ups. Egal. Das müssen wir noch einmal machen. Das ist ganz gut. So, gehe ich mal mit Schild hier rein. Level 2, Flügelhöhle. Wie lange nehmen wir dann schon auf? Ich würde sagen,
Machen hier einen Stoppi und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Macht's gut, Leute. Ciao.